Jo Leute und willkommen in einem Video von mir. Dieses Mal wieder diese Schulveranstaltung Vloggeschichte. Ich bin bei dem Wettbewerb zwar nicht weitergekommen, aber irgendwie noch traue ich mich nicht ganz zu sagen, wie das wirklich heißt. Denn, naja, also ganz ehrlich, wenn man da jetzt an meine Adresse kommen würde, fände ich scheiße. Deswegen bin ich da erstmal ruhig. Aber ich mache jetzt noch ein Video dazu, weil das letzte Video ist so gut angekommen. Ich glaube, das hat 160 Likes oder so bekommen. Da habe ich mir gedacht, ja, eigentlich wird das wahrscheinlich schlecht ankommen, habe ich mir früher gedacht, also bevor ich es hochgeladen habe, ne, nicht früher, habe ich so gedacht, nee, also Qualität nicht ganz so gut und so. Aber weil es bei euch so gut angekommen ist, habe ich mir gedacht, gibt's das Ganze jetzt noch einmal. Und zwar dieses Mal der Seminartag. Ich war am Morgen so verschlafen, ne, Haare nicht gemacht, so richtig. Aber naja, es war halt leider so, ne? Also einmal mal der ganze Seminartag durch, nur halt leider, ich erzähle euch das ein bisschen mit ein paar Schnittbildern. Wird ganz lustig, wird ganz schön. Ich würde sagen, wir verplempern nicht viel Zeit, sehen uns danach wieder. Und ja, viel Spaß. Guten Morgen, Haare noch nicht gemacht. Es ist so früh, das ist einfach unnormal. Gucken wir mal nach. Es ist 7.53 Uhr. Und ich bin noch viel früher eingeschlafen als sonst. Ich habe es so geschafft, um 11 Uhr zu schlafen. Ich habe mich gerade schon schnell fertig gemacht, ich war schnell duschen. Aber es war sehr schwer und vor allem jetzt um 7 oder um 8 so ungefähr schon mal aufzustehen, ist für mich sehr schwer, weil sonst bin ich immer so um 12, 11, kurz vor 11, kurz vor 12, ne, aufgestanden. Das macht, ich bin auch so müde, ne, das macht es halt wirklich schwer. Deswegen Frühstück und nach dem Frühstück ist mein Plan, mich nochmal hinzulegen. Deswegen putze ich auch nicht Zähne oder so, weil Frühstück und so, ne, dann putze ich danach noch Zähne. Und Haare machen tue ich dann ganz später. Ich glaube, die Idee ist gar nicht schlecht, oder? Apropos, in Schnittbildern zeige ich euch jetzt mal ein kleines Problemchen. And take another lie, 'cause you were just a fly by night with me all along. So I'ma give myself a ride. Duschen war wirklich sehr schön, aber jetzt ist alles nass. Was habe ich mir schon vorher gedacht, weil das ist so ein kleiner Vorhang. Komm, jetzt sagen wir guten Morgen, Welt. Gar nicht mal so kalt, wie ich gedacht habe. Guck euch mal den Himmel an. Sieht nach einem schönen Tag aus. Ich habe übrigens vergessen, das Ladekabel für die GoPro mitzunehmen. Deswegen muss ich sparsam sein. Mir leid, dann gibt es jetzt nicht so viele Aufnahmen. Aber ich glaube, zum Frühstück kann ich euch mitnehmen. Hoffe ich. So, Leute, Frühstück ist vorbei. Ich mache mich jetzt komplett fertig. Ich habe es nicht gefilmt, weil ich habe mich da irgendwie zu Italienern gesetzt und dann irgendwie wurde es so ein bisschen komisch. Die haben alle auf Italienisch gesprochen. Und ich wollte da jetzt nicht mit der Kamera noch das ganze Essen dann zeigen, weil, keine Ahnung, ich glaube, das wäre dann noch ein bisschen komischer gekommen. Essen war ganz lecker, aber ich glaube, die Wurst war mit Butter. Das bekommt mir nicht so gut. Das ist jetzt ein Problemchen. Und mein Zimmer ist ein bisschen kalt, aber angeblich kommt da gleich einer. Ist ungefähr so kalt wie draußen halt. Deswegen war die Nacht doch relativ kühl. Irgendwas ist mit der Heizung nicht so ganz. Aber das ist jetzt egal. Ich mache mich jetzt mal ganz fertig. Und dann gucke ich, ob ich jetzt Chemie mache oder ob ich mich nochmal hinlege. Now I'm free and treating myself to the things you had me miss. 'Cause it ain't your diamond rings that ever brought me bliss. Me and myself, yeah, we've got catching up to do. Don't need anybody else to love me like I do. Chemie ist ganz schön viel. Sehr, sehr viel. Zu viel. Aber immerhin. Schönes Wetter. Die Vlogs werden voll unaufwendig, glaube ich. Also ich hoffe, ich hole da noch einiges raus, aber so vom Aufnehmen her ist was ganz anderes als meine sonstigen Vlogs. Ich habe ja jetzt hier nur die GoPro und mit der kann man halt auch nicht so aufwendige Sachen machen. Fly by night with me all along, so I'ma give myself all right.
to knock you out of my life. 'Cause I ain't gonna fly by night. Ja, hallo nochmal. Jetzt ist das Seminar vorbei, Abendessen war ich schon. Aber jetzt kommt noch so ein Plenum, 30 Minuten lang. Ob ich da jetzt Lust drauf habe oder nicht, ist die andere Frage. Aber wir gehen gleich nochmal in die Stadt und morgen einer TSK Go. Heißt, Fußball wird natürlich geguckt. Wäre auch schade, wenn ich hier kein Bayern gucken könnte. Ich meine, guck mal, wen ich mit habe. Habt ihr schon gesehen, ne? Auf jeden Fall, da geht es hin. In die Stadt. Dann nehme ich euch hin mit. Wenn ich nochmal springe, bin ich in der Stadt. Und die Geschichte, ob ich den Sprung wirklich schaffe, denn ich bin wirklich scheiße im Weitsprung, seht ihr dann im nächsten Video. Denn das war's dann ja schon wieder vom Video, beziehungsweise fast. Ich habe noch ein ganz bisschen zu erzählen. Und zwar, ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, ich habe den Ton nachbearbeitet, ich habe das Bild nachbearbeitet. Man sieht's, aber ich finde es so trotzdem besser als vorher. Ich meine, ich finde es nicht schlimm, wenn man mitbekommt, dass man was nachbearbeitet hat. Deswegen generell für GoPro-Verhältnisse finde ich das ganz gut. Also mir gefällt das Video auf jeden Fall besser als das letzte. Aber ich finde es immer noch echt enorm krass, wie gut das Video angekommen ist. Deswegen auf ein neues, ne? Wie sagt man das so schön? Ja, was habe ich noch zu sagen? Eigentlich nur noch eine kleine Sache. Und die wäre ganz einfach das typische Schlusswort. Und zwar, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben oder wenn ihr es noch nicht habt, über ein Abo freuen. Mir hat es ganz gut gefallen. Ich like zwar nicht mein eigenes Video, aber wenn es euch auch gut gefällt, dann würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Also dann, bis Montag, hoffentlich, ja doch, Pfingsten mit scheiß Wetter hier, 11 Grad, egal. Also dann, bis dann.